Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute am Hanomag weiterschrauben. Ich freue mich richtig, endlich wieder richtig Schrauber-Session. Und außerdem soll es noch eine Überraschung geben. Und zwar gibt es ein neues Werkzeug. Bin sehr gespannt, was das für ein Werkzeug ist. Womit wollen wir anfangen? Was meinst du? Erst Handbremse? Ja. Ja, ne? Das heißt, wir müssen hier diese riesige Mutter losdrehen. So, einmal richtig sauber machen. Jetzt sieht das doch schon wieder richtig gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, was das für ein Schlüssel ist. Wenn dann den hier. 34. Nee, ich glaube, das ist auch noch zu klein. Ach, da oben haben wir noch welche. Aber das ist doof zum Losdrehen. Ich glaube, dann nehmen wir einfach hier unsere 50. Nein, Spaß. Obwohl. Nee? Probieren einfach mal. Ja, gefunden. Es ist 46. So, heute kommt endlich mal der große Ratschenschlüssel hier zum Einsatz. Mal gucken. Eieiei. Okay. Kann man da anziehen? Warte. Oh. Ah, ich glaube, weiter hoch geht nicht, oder? Nee, das war's. Okay. Dreht sich immer noch mit. Handbremse ist nicht stark genug. Handbremse und Fußbremse? Jetzt bezwingen wir sie einfach. Ist halt schwieriger, wenn da keine Reifen dran sind. Okay, bereit? Ja, der Weltrekord. Schlagschrauber. Gucken, ob wir eine Kraft in der Größe haben. Nein. Okay. Na gut, dann müssen wir uns mit der normalen losmachen. Ist aber auch nicht so schlimm. Zack. Okay. Bereit? Perfekt. Top. Richtig gut. Okay, haben wir. Ah, okay. Da ist jetzt hier so eine Scheibe drauf. Okay. So, da haben wir das Problem doch. Wir müssen noch mehr abbauen. So ein Mist. Hä? Geht das nicht vorbei da dran? Nee, guck mal. Und das muss ja ganz komplett gerade hier runter. Und dann, das ist, habe ich schon probiert. Guck hier, da geht nicht weiter. Mann. Du hast ja übrigens schwarz an der Nase. Echt? Ja, Kriegsbemalung, richtig geil. Oh, da, ja, ich sehe es. Yeah. Das heißt, wir müssen hier die Differentialsperre abbauen. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Warte mal. Was passiert? Du kriegst jetzt dein neues Werkzeug. Ah, ja, das finde ich gut. Schicker Koffer hier. Guck da mal rein. Ui, eine neue Ratsche! Okay. Fällt dir irgendwas auf? Ist aber eine Ratsche, oder? Okay, dann hol ich nochmal raus. Ach so, das sind einfach Nüsse mit einem anderen Profil quasi drin. Das bedeutet, die greifen einfach nicht nur an den Ecken, sondern auch an den Seiten. Und dadurch knittelt man wahrscheinlich die Schrauben einfach nicht so leicht über und bleiben besser erhalten. Und ich vermute mal, dass man auch damit so richtig abgeknüttelte Schrauben richtig gut lose kriegt, weil die halt einfach besser greift. Geil! Okay, dann probieren wir das einfach mal aus, würde ich sagen. So, ich nehme jetzt mal frische Handschuhe, damit unser neues Werkzeug nicht dreckig wird. Zack. Zack. So. Ah, jawohl. Sehr gut. Gut, und dann haben wir hier noch die Schraube. Gucken, wie wir da hinkommen. So.
alles schön sauber, dass uns da nichts reinfällt, ne? Das wäre doof. Das wollen wir nicht. So. Schön sauber ist es. So. Aber gut, dass wir hier alles sauber gemacht haben drumherum, weil der Holger, der Dr. Trecker, hat nämlich schon ein bisschen rumgemeckert, dass das hier so dreckig ist. Und genau, mit dem werden wir nämlich demnächst vielleicht auch ein bisschen was schrauben. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Dr. Trecker findet, ob ihr ihn überhaupt schon kennt. Und genau, ob ihr euch freuen würdet, wenn wir ein bisschen mehr mit ihm machen. Zusammen schrauben. Ich kriege das hier nicht ab. Wieso geht das jetzt hier nicht ab? Ich glaube, es ist einfach festgegammelt. Ihn. Der neue Abzieher funktioniert richtig gut. Den gehe ich erstmal hier weg. Oh, hier ist so eine Kugel. Oha. Okay, die sollten wir für auch sichern. Und da sehen wir, warum wir das hier schön sauber gemacht haben. Oh. Hier haben wir sie. Tada! Oi, oi, oi. Na ja. Obwohl, ich finde es so schlimm. Ist mir halt ein bisschen dreckig, oder? Also. Ja, da kommt ordentlich was runter hier. Das sieht schon auf jeden Fall schon besser aus. Guck ich mal an. Ne? Bin ich gesprenkelt? Ich sag, das ist Tarnung. Ich passe mich dem Hanno ab. Das muss so. Okay. Ja. Aber nach vorne ziehen. Warte mal. Der. Was ist denn hiermit eigentlich? Aha. Aha, aha, aha. Okay, haben wir ausgebaut. Das ging ja gut. Den glaube ich jetzt auch mal hiermit hin. Das, hat ja richtig gut geklappt hier für meine erste Trommelbremse. Jetzt machen wir das mal ordentlich sauber. Und dann wagen wir uns an diese beiden Bremsen. Also einmal zack, zack. Vielleicht ein bisschen noch. Okay, ein bisschen noch. Nimm das! So. Dann drehen wir die hier mal rein, würde ich sagen. Schön gleichmäßig. Guck mal, das kommt da schon raus. Richtig gut. So macht das doch Laune. Guck mal, wie gut das geht. Ja? Mit der Hand geht's noch nicht. So. Jetzt haben wir sie gleich. So, eigentlich müssten wir schon. Oh, okay. Ja, das ist eine Ecke schwerer. Aber, ja, da ist richtig Leben drin gewesen. Spinnenmäßig und so. Aber ich finde eigentlich, die Belege sehen noch gut aus. Guck mal, wie dick das ist. Was wir auch noch gucken wollten hier beim Öffnen der Bremse, ist, ob die Steckachse irgendwie undicht ist und ob es hier drin irgendwie, ob hier irgendwo Öl drin ist oder ob das hier irgendwie, ja, süffig irgendwie drin aussieht. Ist es aber nicht. Es sieht sehr staubtrocken aus. Und daher würde ich sagen, es ist alles noch dicht. Irgendwann muss er sich doch ergeben. Boah. Puh, habt ihr das gehört? Das war ein sehr, sehr gutes Klack. Okay. Das bedeutet, es ist kurz vor ab. Also, nein, also gutes ab, meine ich. Ja, es bewegt sich, oder? Ja. Geil.
So muss das. Ein kleines bisschen. Hier fällt wieder der halbe Acker unten raus. Das ist der Wahnsinn. Da wird es genauso aussehen wie auf der anderen Seite wahrscheinlich. So, ich drehe einfach noch mal ein bisschen. Vielleicht geht es jetzt schon leichter. Guck mal, geht schon leichter. Aha. Andere Seite. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Sieht auch gut aus. Hast du auch das halbe Feld mit drin? Inklusive Radieschen und ja, Spinnen, vielleicht auch eine Maus oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass das hier alles trocken drin ist, weil wir hatten nämlich schon ein bisschen die Sorge, dass die Steckachsen halt undicht sind und das würde ich halt auch noch machen müssen. Aber es sieht richtig gut aus auf beiden Seiten und da müssen wir nichts machen. Können wir jetzt einfach alles so sauber machen. Bremsbeläge sehen auch richtig gut aus. Ach, das freut mich. Das ist sehr, sehr gut. Ja, also der neue Ratschenkasten hier, der fällt mir richtig gut. Auch die Nüsse und so, das hat richtig, richtig gut funktioniert, finde ich. Und man kann ja nie genug Werkzeug haben, würde ich sagen. Ne? So. Zack. Ja, wie man sehen kann, ist die Werkstatt wieder aufgeräumt. Mit dem Bremsen hat das ja super geklappt. Ja, bin sehr froh, dass das alles sehr gut aussieht, dass wir die Steckachsen nicht nochmal neu abdichten müssen. Und genau, demnächst werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Verstärkung hier kriegen beim Hanomag-Schrauben. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, es macht einfach viel, viel mehr Spaß, mit jemandem zusammenzuschrauben. Und genau, schreibt ihr doch mal gerne in die Kommentare, mit wem ihr gerne zusammenschraubt. Und es gibt auch noch viele andere Videos auf unserem Kanal, zum Beispiel dieses Video oder dieses Video. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.